Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei der Levelreihe meiner Trainerin-Nonne. Wir befinden uns hier mal wieder bei der Mönch Daily. Wie oft haben wir es jetzt schon gesehen? Ich weiß es nicht in diesem Let's Play, beziehungsweise in dieser Videoreihe. Ich vermeide es eigentlich, es ein Let's Play zu nennen. Ja, was habe ich getan? Ich habe ein paar Mal die Daily abgeschlossen. Wir sind auf 97% von Level 82. Und ich werde jetzt noch einmal die Daily hier machen, damit wir auf Level 83 kommen. Und ich habe mir gedacht einfach, dass wir nicht schon wieder Dungeons rennen, was wir ja Dungeons rennen, was wir ja die letzten zwei Episoden gemacht haben. Gehen wir von Level 83 bis 84. Ah, fail. Gehen wir nach Uldum und leveln. Und von 84 bis 85 machen wir dann die übrigen Dungeons. Ich glaube, Vortex-Gipfel. Was wäre ich eher hier? Ach, das ist der Meister Jon, der Bauer. Ich bin der Bauer, ich kämpfe auf dem Gipfel hier. Cool, nee. Was haben wir denn für Dungeons noch übrig dann für Level 84 bis 85? Ah, Vortex-Gipfel ist der einzige, wo wir noch nicht waren, oder? Nee, Stein an der Kern waren wir auch noch nicht. Genau, dann haben wir ja noch die zwei Dungeons mit Dungeon-Quests und so weiter und so fort. Und den Rest können wir dann einfach noch fertig leveln. Also ich denke, wir kommen auf jeden Fall locker flockig hier auf 85. Das dürfte eigentlich überhaupt kein Problem darstellen. Was hat denn er nochmal für einen Trick hier gehabt? Ach, Damage. Unterbrecht ihn. Kick. Und dann wird er gepummelt. Schwupp. Ich habe schon ewig nicht mehr mit Mönch gespielt. Ich muss mich erstmal wieder kurz dran gewöhnen hier. Was habe ich denn auf Q? Okay. Genau, und war hier... What the fuck? Was war das? Das wollte ich nicht. Wo war denn... Ach, das war das Trinket. Wo habe ich denn diesen Blitzdings hin? Wisst ihr, den Blitzdings? Wo ist überhaupt der Blitzdings? Ach, ich weiß nicht. Drauf geschissen. Das wird sich schon ergeben mit der Zeit. Ba-ba-da! Stufe 83. Und am besten gehen wir jetzt hier nach Sturmwind. Schwupp. Ich sagte, schwupp. 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 Na also. Und nehmen den Heldenaufruf an. Und dann schaue ich mal, dass ich nach Uldum komme. Das Portal ist nicht zufällig da, ne? Da muss ich erst hinreisen, damit es aktiviert wird. Jipp. Okay, habe ich einen kleinen Weg vor mir. Gehen wir mal zum Heldenaufruf. Oh, ist das ein schöner Himmel. The fuck? Ich sollte öfters morgens WoW spielen. Sieht ja richtig fresh aus hier. Fresh, so fresh and so clean, clean. So, Uldum. Nice. Ne, den restlichen Crap brauchen wir nicht. Sprecht mit Adara im Disteltal im westlichen Teneris. Okay, dann begebe ich mich mal auf den Weg nach Teneris und wir sehen uns gleich wieder. Schwupp. Und schon sind wir da. Für euch waren es 5 Sekunden, für mich waren es 10 Minuten. Ich fliege mir hier den Arsch ab mit meinem langsamen Flugtempo. Oh Gott, das war jetzt eine Qual. Ich bin vom Hyal runtergeflogen in die Düstermarschen. Das war der südlichste Flugpunkt, den ich hatte. Und jetzt bin ich den Rest hier mit meinem Jochenrochen geflogen. Den übrigens immer wieder viele fragen, wo man den herkriegt. Den bekommt man in den Wäldern von Terrokar, wenn man ruffarmt für, ich glaube, die Himmelswache der Shatari heißen die. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Googles einfach. Das Mount heißt einfach Netherrochen. Grüner Reit-Netherrochen. Google ist dein Freund. Okay. Dann nehmen wir mal hier die Quest an, beziehungsweise geben den Heldenaufruf ab. Quest beenden. Quest annehmen. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt doch jetzt die schöne Fahrt, ne? Wo ich ein bisschen mitspielen kann. Voice acten. Was muss ich tun? Karawane eskortiert. Ah, okay. Warum muss ich das Kamel benutzen? Wenn ich doch eher auf den Wagen sitze? Ah. Nein, nein, dummer Trainer. Niemand reitet auf der Wüsten... auf der Wüsten Gobi? Das ist eine Anspielung auf die Wüste Gobi. Roffel. Das war mir gar nicht bewusst bisher. Jetzt habe ich es geschnackelt.
Und da zieht sie weiter. Die Karawane zieht weiter, der Moonboon hat Durst. Moonboon hat Durst. Oleg, wir gehen zum Troll. Das Dingoman. Und zum Menschen. Nee, es ist ein Zwerg. Ahoi. Hey, hat das Sprachausgabe? Der hat doch wirklich gerade Ahoi gesagt, oder? Oh, guckt euch das an, wie schön das ist. Das Tor nach Uldum. Oh, da sind sie schon. Die Katzen. Miau. Die geflügelten Katzen. Oh, ist das eine schöne Cutscene. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Die brechen wir nicht ab. Letztes Mal haben sie sich alle beschwert, als ich diese Thrall-Cataclysm-Cutscene abgebrochen habe. Diesen Fehler begehe ich nicht nochmal, meine lieben Freunde. Warum muss ich eigentlich stehen und alle dürfen sitzen? Ein bisschen unfair, hä? Tadam, tadam, tadam. Tadadi. Zum Angriff. Jetzt kommen die ganzen Katzen. Miau, miau. Was habe ich gemacht? Ich habe mich beschwert. What the fuck macht ihr? Oh, wie cool. Wie viele Kokosnüsse bekommen wir für den hässlichen? Alter, die sind hässlich. Guckst du dir mal an. Die haben viel zu große Hände. Und jetzt? Schwarz. Soll es ein Hund sein? Ich glaube, das soll ein Hund sein. Man weiß ja nicht, diese Ägypter, was sie alles verehrt haben. Aber sie haben Katzen schon verehrt, bevor es das Internet gab. Dafür sind sie berühmt. Guckt euch diese spitzen Ohren an von den Dingern. Holy freaking moly. 3? Du Depp. Die hätten auch locker 5 bezahlt. Okay. Und jetzt geht's ums Ausbrechen, nicht wahr? Boah, wir sind mit einer Meister-Shurikin bestimmt hier eingesperrt. Das ist bestimmt Boon Moon. Grab des Kartut. Komm her, Adara. Boah, 81. Nice. Bitte nicht kaputt machen, bitte nicht kaputt machen. Komm schon, ich kann Schlösser knacken aus Skyrim und so. Ah, du kannst es auch, hä? Bist so cool, hä? So cool, hä? Also. Oh, 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 fuck. Weg. Erstmal muss ich hier reden. Versteckt euch hinter einem Wedel. Unenthüllte Geheimnisse. Okay, aber gab es ja nicht noch eine Quest von einem der Käfigmänner? Oder kommt das erst später? Sie ist in Verstohlenheit. Ja, sieht aus, als käme das erst später. Okay. Da waren doch solche Winde, die mich irgendwie da hochgebracht haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Moment. Das ist wo? Das ist... Ist das da? Muss ich hier durch? Ich weiß nicht. Ich mount mal auf. Beziehungsweise, ich kann ja fliegen. Roffel die Waldfee. Da ist ja der Wedel. Wird gewedelt im Wedel. Wird einer gewedelt. Ihr scheint die Letzten eures Stammes zu sein, die noch bei Verstand sind. Als Belohnung dafür, dass ihr uns Prinz Nadun gebracht habt, gewähren wir euch dasselbe Geschenk. Oh, euer Schöpfer haben euch verraten und euer Volk dem Fluch des Fleisches ausgeliefert. Das Geschenk von Lord Todesschwinge macht euch vollkommen. Dann werden sie zu Stein, oder? Werden sie diese Steinkatzen? Miau. Miau. Nein, keine Steinkatzen. Na gut. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Gehen wir zurück zu Adara. Nein, zum Katzenmann. Wo ist der Katzenmann? Komm her. Ja, ist dein Whiskas. Quest beenden. Oh, oh, oh. Rauch in ihren Augen. Verbrennt Heuhaufen. In den verlorenen. Okay, das kann ich tun. Kavem. Beschafft den Schlüssel aus Neferset. Von Kavem. Okay, wir töten Kavem. Ah, da wusste ich doch. Quest im Käfig. Besorgt 6 Rüstungen. Okay. Das kann ich alles tun. Das ist ein Haustier auf einem Haufen. What the fuck's going on? Paaren die sich etwa? Irgendwie müssen sie sich ja vermehren. Muss ich euch auch töten? Ja, 0 von 6. Also komm. Mitten rein hier in die Party. Schwupp.
Und dann beschaffe ich hier mal noch Rüstungen, wenn wir eh gerade bei sind. Ach, die Troppen. Ach so, dann brauche ich sie ja doch nicht wirklich töten. Naja, egal. Schwupp, schwupp, schwupp. Oh, da kommt noch einer gelaufen. Ich sehe es genau. Seine Hände sind grau. Kann ich ihn entwaffnen? Naja, er ist tot. Oh, Roffel. Hä, wo sind denn die Heuhaufen? Die waren doch auch hier überall immer. Da ist doch ein Heuhaufen, oder? Muss ich den einfach fackeln? Ja, ich muss ihn einfach fackeln. Liegen noch irgendwo Heuhaufen. Ich war verstört, weil die nicht glitzern. Ihr kennt doch meine Augen. Da muss alles glitzern, schon sehe ich es nicht. Oh, dann haben wir schon die Rüstung. Okay, das war einfach. Mehr Heuhaufen. Da liegen voll die coolen Palmenblätter. Allgemein finde ich voll schön, wie sie diese Passage hier gemacht haben. Da fühlt man sich doch richtig wie so auf einem orientalischen Markt, oder? Oder nicht? Oh ja, da zündet er gleich ein ganzes Ding an. Das müsste aber eigentlich für 5 zählen, ne? Mehr Heuhaufen. Boah, ist das schön hier. Oh, das wäre mein Stand. Fleisch, frisches Fleisch, Katzenfleisch, Hundefleisch, Menschenfleisch. Wer weiß, was die alles essen hier. Verrückte. Schwupp. Kleiner Brunnen. Ja, und hier müssen wir wohl oder übel durch. Ah. See in your face. Da ist Heu. Schwupp. Ach, wo ist eigentlich der Narwem? Narwem? Bist du der Narwem? Nee, aber du hast Heuballen. Komm her. Ich brauche deine Heuballen, damit ich glücklich werde. Schwupp. Heuballen 5 und 5. Okay, dann fliegen wir jetzt mal nach rum und suchen den Narwem. Der ist doch da hinten irgendwo gewesen, oder? Nee, er ist angeblich links von mir. Ah, da drin ist er. Oh. Hallo, Narwem. Oh, er heißt Karwem. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ehrenwerter Karwem, Narwem. Oh, wie viel Leben hat er? Tun wir mal entwaffnen, ne? Oh. Oh nein, wie kann ich... Ach, da. Nice. Da ist er down. 1 von 1. Okay, dann holen wir mal die Leute aus den Käfigen raus, oder? Dafür waren doch jetzt die Rüstungen und so gut und der Schlüssel. Will ich doch mal schwer annehmen. Vielleicht der andere wieder gespawnt hier. Ne, sieht nicht so aus. So, erstmal kriegt ihr eure Rüstung, damit ihr was anhabt, wenn ihr da rauskommt. Und dir gebe ich die kaputten Heuballen und den Schlüssel. Oh, und da gibt's Loot. Int Wille. Nein. Brauchen wir alles nicht. Oh, was gibt's jetzt schon wieder? Befreit Prinz Nadun. Ach, das ist der N-Mann. Und sprecht mit König. Okay. Oh, wow, wow, wow. Zum Glück habe ich zuerst die andere Quest abgegeben. Endlich frei. Eure Belohnung wird großzügig sein, Freunde. Das ist der dämlichste Halbgarste und lächerlichste Plan, den du je hattest, Bud. Jetzt verkleiden sie sich doch als Katzenmann, oder? Ich fürchte, wir haben... Komm schon, das will ich sehen. Ist unorthodox. Ich denke aber, dass wir den ganzen Rauch von den Feuern sowieso Umrisse sehen werden. Jetzt ergibt es alles Sinn. Seht mich an, ich bin ein Manotaurus. Halt die verdammte Klappe. Wie cool ist das eigentlich? Oh, beste Tarnung ever. Lasst uns gehen. Und da zischen sie ab. Der Human Centipede. Wobei es ja nicht nur Humans sind. Da waren ja auch ein Zwerg dabei. Oh Mann. Ramkahen. Na also. Gehen wir mal unsere Belohnung abschrauben hier. Schwupp. Gold oder Ruf? Ne, natürlich Gold. Ich scheiße auf Cataclysm-Ruf. Sprecht mit unseren Tellen an den Tunnelgängen von Tunnel von Assis und Siegel des Sonnenkönigs und Assak in Mar. Okay. Genau das werden wir tun. Oh, ein Ruhesteinmann. Herzlich willkommen. Ruhesteinkatze. Miau. Miau. Schwupp. Gibt es noch mehr Quests?
Es gibt einen Flugmeister, aber sonst sehe ich gerade nichts. Die Karte ist allgemein sehr gelb. Flugmeister, warum bist du da hinten? Hä? Der stand doch als nicht hier hinten. Der stand doch als da vorne unten. Jetzt Moment, das muss ich abchecken. Der Flugmeister stand doch als hier, oder? Bin ich jetzt blöd? Keine Ahnung. Okay. Ach, ich muss das Gold noch einlösen da. Hm. Na gut. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, herzlich willkommen im Uldum. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Wie viel haben wir denn? 18% haben wir schon wieder. Das heißt 18% allein in dieser Episode. Das ist ja nice, das geht ja schnell. Okay, machen wir dann nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt dran, das Video zu bewerten, zu kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ich bin Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.